Der Make Makes ist eine coole neue Band aus Salzburg. Der Dominik heute bei mir zu Gast. Ich habe mir dein Video angeschaut oder dein Song angehört, The Lover Call. Video schaut ein bisschen nach Beatles aus. Was würdest denn du sagen? Ja, natürlich schaut es ein bisschen nach Beatles aus, weil uns gefällt das so, wie die früher gestylt waren und so. Und man dachte, lassen wir uns ein bisschen beeinflussen von dem Ganzen. Vom Sound her ist aber eher weniger Beatles. Mhm. Natürlich hat man auch vielleicht ein bisschen Einflüsse, aber wir haben da ganz unsere eigene Mixtur von Sound und sind ursprünglich eine Rockband gewesen, was man auch ein bisschen hört, aber dann ist immer mehr Klavier und so dazugekommen und letztendlich hat sich dieser amerikanische Pop-Sound ergeben dann. Okay, klingt echt cool. Hören wir jetzt auf Antenne Salzburg regelmäßig, The Make Makes aus Salzburg. Yes. In den Charts wart ihr auch schon. Mhm. Beschreib mal, die ganzen, viele Bands in Salzburg arbeiten nur auf das hin, dass sie in den Charts sind. Und dann auf einmal seid ihr Nummer 54 in den Charts. Was ist das für ein Gefühl? Hammer. Was ist das für ein Gefühl? Ja, Wahnsinnsgefühl. Wir waren alle extrem baff irgendwie. Wir hätten nicht gedacht, dass es so schnell geht im Endeffekt. Wir haben schon geplant gehabt und waren so ein bisschen, weil wir das Lied so gut finden, selbst ja natürlich, dass das sicher hier haben muss. Nein, auf jeden Fall waren wir sehr begeistert, weil es ist dann auf iTunes Rockcharts Platz 3 gewesen und Musicload ist sogar Platz 1 gewesen. Und ja, ist auf einmal voll nach oben geschossen und dann steigt man ins Auto ein und hört dann selbst im Radio sogar. Und da waren wir natürlich super geflasht alle miteinander. Echt cool. The Make Makes aus Salzburg, ab jetzt auch auf Antenne Salzburg und Facebook-Fan werden, oder? Genau, unbedingt bitte Facebook, www.facebook.com/TheMakeMakes, M-A-K-E-M-A-K-E. Okay, oder bei uns einfach den Link suchen. Genau, ja.